Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Einer, der mitweint und Frieden bringt, zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder sehend und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein. Ganz menschlich und ganz göttlich. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden. Guten Morgen! Danke. So schön, hier zu sein, und ich freue mich, heute über das Thema frei von Passivität zu sprechen. Und vielleicht hast du gesehen, unsere Techniker, oder wie die da nervös nach vorne rennen und da mit der Taschenlampe schauen und so. Also, und lass uns mal unseren Technikern Applaus geben, weil die sind alles andere als passiv. Ja, Gott sei Dank können die das. Ja, gut. Ich habe euch gerade zum Start was total Witziges mitgebracht. Ich habe diese Werbung gefunden und habe gedacht, ich muss die euch zeigen zum Einstieg. Here we go. Mach es zu deinem Projekt. Ja, die Frage ist oft nur, ja was denn? Ja, was soll ich denn zu meinem Projekt machen? Und wir schauen uns ja die letzten 24 Stunden an von Jesus, bevor er am Kreuz gestorben und dann auferstanden ist. Und in dieser Zeit schreiben drei Evangelien über einen Mann. Es steht nicht viel, aber da hat sich Folgendes ergeben. Stellt euch vor, Jesus wurde ausgepeitscht, er war schon mit seinen Kräften am Ende, schleppt, umgeben von Leuten, dieses schwere Kreuz in Richtung dieses Berges Golgatha, wo seine Kreuzigung auf ihn wartet, und er bricht unter dieser Last von diesem Kreuz fast zusammen. Und da kommt eben dieser besagte eine Mann ins Spiel, nämlich dieser Simon von Kyrene. Und es stehen wirklich nur drei Sätze über ihn. Es steht, er kam gerade vom Feld, war ein Teil dann von dieser Menschenmenge, die dieses Spektakel mit angeschaut hat, nehme ich jetzt einfach mal an. Und dann wurde genau er gezwungen, für Jesus das Kreuz zu tragen. Es steht nicht, wie er sich dabei gefühlt hat. Es steht nicht, wie sehr es danach sein Leben verändert hat. Aber wenn ich mich in diese Situation hineindenke, dann kann ich mir vorstellen, dass er diesem Jesus unglaublich nahe gekommen ist in diesem Moment. Und er hat sich ja nicht freiwillig dafür entschieden, jetzt dieses Kreuz zu tragen, sondern es steht, die Römer haben ihn gezwungen. Aber lasst uns dieses Bild heute nehmen. Er wurde gezwungen, aus der Masse herauszutreten und das Kreuz eines anderen zu tragen. Das heißt, die Not von Jesus, dass er fast unter diesem Kreuz zusammengebrochen ist, hat diesen Simon gezwungen, zu handeln. Und Bill Wilson, ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast, das ist ein ziemlich krasser Typ, du kannst ihn gerne mal googeln, der hat in New York City eine unglaubliche, krasse Arbeit mit Straßenkids, macht da Kirche für diese Kids und hat, also der verändert wirklich Hunderte und Tausende Leben. Und er sagt etwas ganz Einfaches. The need is the calling. Die Not ist die Berufung. Was? Ist es so einfach?
Die Frage an uns ist jetzt aber, wenn die Not die Berufung ist, sind wir bereit, aus dieser Menschenmenge herauszutreten, wie dieser Simon von Kyrene? Er hat es nicht freiwillig getan, oder? Wir tun es ja manchmal auch nicht freiwillig. Aber das Kreuz von anderen auf uns zu nehmen und die Not anderer zu unserer Berufung zu machen. Gut, und ich habe mir dann ein bisschen Gedanken gemacht, oder, über unsere christliche Mentalität, oder wie wir das Christensein heute so leben. Und ich möchte jetzt ein bisschen provozieren und euch mal die zwei Extreme ein bisschen zeigen, die ich beobachte. Und ihr müsst wissen, also es gilt alles, also ich finde mich in allem ja da auch selber wieder. Die eine christliche Extremmentalität ist die sogenannte Couch-Mentalität. Oder? Das sind die, die sagen, ja, ich bin. In der Bibel steht, ich bin erlöst, ich bin gerettet, ich bin geheilt, ich bin frei. Alles ist Gnade, Gott hat mir seine Gnade geschenkt. Und deswegen, es ist ja sowieso schon vollbracht. Ja, ich bin einfach und warte und verbringe halt mein Leben so ein bisschen handeln. Ja, das kann mich mal, weil ich bin ja eh schon auf der sicheren Seite des Lebens. Ja, genau. Und jetzt mir ein Bild dazu. Habt ihr schon mal Männer beobachtet, wenn die Fußball schauen? Dann sitzen die ja auf der Couch, oder? Schütten Chips und Bieren sich rein und schauen diesen 22 sportlichen Typen zu, wie die verzweifelt diesen Ball hinterherrennen und den versuchen, da ins Tor zu kriegen. Ja, oder? Gut. Und also das ist wirklich köstlich, oder? Es ist ja dann so, ja, hast du es gesehen? Der Trottel, der. Jetzt muss ich kommen und helfen. Jetzt trifft er nicht einmal die Kiste. Pff. Sitzt aber auf der Couch. Und, wo sind meine Chips? Es ist jetzt überspitzt, oder? Du ein bisschen provozieren, habe ich gesagt. Nein, wir sind nicht so, oder? Gut, das ist das eine, oder? Man isst, man sitzt, man schaut, wie die anderen machen, oder? Es passiert durchaus auch in der Kirche, oder? Dass Leute, uiuiui, da bin ich dann gar nicht easy. Dass Leute zu mir kommen, die ein einziges Mal bei uns zu Besuch waren in der Kirche, kenne ich nicht, die haben nichts bewegt, noch nichts mit angepackt, kommen zu mir und sagen, das müsste man ändern, das macht ihr falsch, das müsste man besser machen. Da kriege ich dann so einen Hals. So einen Hals. Wenn das natürlich jemand ist von unseren Mitarbeitern, von unseren Leuten, von unseren Treuen, die dann kommen und sagen, du, ich hätte ein Feedback, ja, dann habe ich so große Ohren und nehme das ernst. Ein himmelweiter Unterschied. Gut, ihr habt das Bild, oder? Ja, genau, sie klatscht. Also das ist einfach, ich bin und ja, alles ist Gnade, Gnade, Gnade. Gut, dann gibt es das andere Extrem. Das sind die, oder, die jede Not zu ihrer Berufung machen, wirklich jede, oder? Die rennen umher und sind in jedem Ministry noch dabei, oder helfen, machen, handeln, tun. Das ist dann das Nächste, oder? Also dieses Handeln ist das andere Extrem. Die sind überall mit dabei, können nicht Nein sagen, genau, ohne sie funktioniert nichts und die haben das Gefühl, ja, wenn sie nicht helfen, wenn sie nicht dabei sind, wenn sie es nicht anpacken, dann hört sich die Welt sofort auf zu drehen. Gut, also wir haben auf der einen Seite dieses nur Sein und auf der anderen Seite dieses nur Tun und ich möchte beim nur Tun noch einen Schritt weitergehen. Und zwar... was ich oft beobachte bei uns Christen, ich handle damit, ich hoffe, das Zeug hält, damit ich bin.
Ja, was jetzt? Was bin ich? Ich arbeite hart in der Kirche, damit ich vor Gott besser dastehe. Damit die Menschen mich sehen. Damit mein himmlischer Balkon noch ein bisschen größer ist und noch ein paar mehr goldene Blumen da sein. Ich handle, damit ich mir meine Erlösung verdienen kann. Und das beobachte ich oft auch bei mir selber. Was ist mein Antrieb? Weil ich glaube, beide Extremhaltungen, da steckt ein Antrieb dahinter. Weil für alles, was wir tun, meine Lieben, brauchen wir irgendeinen Antrieb. Weil sonst tun wir es nicht und glauben wir es nicht. Und in 2. Korinther 5, Vers 14 steht: Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Also jetzt überleg mal in deinem Leben, was ist dein Antrieb? Einerseits für dieses Sein und zu denken, ja, ich bin total passiv oder toll, ein anderer macht. Oder was ist dein Antrieb, damit du bist, damit du angenommen bist, damit du geliebt bist, damit du gesehen wirst. Überleg mal. Und ich möchte das einfach ein bisschen auseinandernehmen und uns eine neue Sicht von diesem göttlichen Antrieb, etwas zu tun, aufzuzeigen. Und für mich, das hat wirklich in der Vorbereitung ein Stück weit auch mein Denken erneuert, warum ich tue, was ich tue. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder auch uns fragen, warum tun wir oder tun wir nicht? Weil ich bin überzeugt, es braucht sowohl dieses Sein in Gott, ich bin geliebt, ich bin gesehen, ich bin hundertprozentig angenommen. Aber daraus muss auch ein Handeln entstehen. Ich erkläre euch, warum. Also lasst uns es mal dieses Ich bin anschauen. Ich bin, ist noch ein bisschen Grammatik, ich bin ist ja ein Indikativ. Was bedeutet ein Indikativ? Das ist die Form des Verbes, die anzeigt, dass etwas real ist, die Wirklichkeitsform. So ist es. Eine Tatsache. Das ist das Indikativ. Haben eh alle gewusst, oder? Wir waren alle in der Schule. Grammatik. Gut, und in Epheser 2, Vers 7 bis 9 steht: So wird er für alle Zeit an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er uns durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Gut, jetzt aufgrund von dieser Bibelstelle, oder könnten wir ein bisschen in diese Richtung tendieren? Es ist ein Geschenk. Es ist so, indikativ, das ist real, das ist die Wirklichkeitsform. Ich bin gerettet. Ich bin erlöst. Wenn ich das durch den Glauben, wenn ich an Jesus glaube, wird mir das geschenkt. Sagt uns die Bibel. Ich bin befreit. Ich bin freigesetzt. Ich bin angenommen, so wie ich bin, ohne dass ich irgendetwas dazu beitrage. Wow. Das ist toll, oder? Und diese Seinzeiten müssen wir uns immer wieder ganz bewusst nehmen und uns bewusst machen, dass wir das wirklich sind. Weil, ihr Lieben, manchmal habe ich das Gefühl, wir glauben das gar nicht wirklich. Weil der Punkt ist, wenn man etwas hundertprozentig glaubt und überzeugt ist, was passiert dann? Dann handelt man aus dem heraus.
Wir handeln immer aufgrund von unseren tiefsten Überzeugungen. Und wenn wir etwas machen und nicht überzeugt sind davon, dann ist es einfach nur dumm. Zum Beispiel, ich weiß und ich bin überzeugt, dass Red Bull ungesund ist. Trinke ich es manchmal trotzdem? Das ist einfach nur dumm, weil ich glaube, ja, dass es mir schadet. Als Beispiel, das kannst du in deinem Leben prüfen. Wo handelst du gegen deine Überzeugung? Gut, und Jakobus 2, Vers 26 bringt es auf den Punkt, so wie der Körper ohne unseren Geist tot ist, also wenn man stirbt, dann geht ja der Geist aus unserem Körper raus, so ist auch der Glaube tot ohne Taten. Also das heißt, wenn wir glauben, wir sind erlöst, errettet, geliebt und alles, und reagieren aber nicht drauf, sondern bleiben in einer Passivität und denken, ja, dann glauben wir es gar nicht wirklich. Dann ist unser Glaube eigentlich tot, steht hier im Jakobusbrief. Aber wenn wir überzeugt sind von etwas, dann handeln wir doch dem entsprechend. Also wenn wir davon ausgehen, dass unsere Grundlage dieses Sein ist, dann handeln wir nämlich nicht damit, sondern deshalb handle ich. Also wenn ich überzeugt bin, ich bin dieses geliebte Kind, ich bin diese Tochter vom höchsten König, ich bin eine Prinzessin, ich bin die Erbin von Gott. Also so ein krasses Erbe, also ihm gehört alles. Und ich werde das Erben eines Tages. Ich bin seine Erbin. Und mein Vater im Himmel, oder der hat die krasseste Firma auf der Welt, sein Reich. Und wenn ich doch diese Erbin bin und in dieser Firma meines Vaters mitarbeite, oder, dann gebe ich mein Bestes, weil ich erbe das alles eines Tages. Und aus dem heraus, aus dieser Überzeugung heraus, deshalb werde ich handeln. Also und schaut uns an, warum. Also zweitens, ich handle. Und da kommt der Imperativ ins Spiel. Das ist die Befehlsform. Das ist die Form des Verbes, durch die eine Aufforderung ausgedrückt wird. Und der Punkt ist, oder wir haben jetzt diesen ersten Teil vom Epheser gelesen, oder? Wer wir sind, es ist ein Geschenk, wir sind. Aber direkt im Anschluss kommt dann noch ein Zusatz und da steht in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen und jetzt Achtung, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Nicht, dass wir uns einfach ein tolles Leben machen, weil das, was danach kommt, ist noch viel krasser. Aber er hat uns das geschenkt, damit wir zu guten Taten fähig sind. Und das ist für mich überhaupt nicht passiv. Das heißt für mich nicht, dass ich dann, auch wenn ich mich ab und zu da draufsetze, um mich zu erholen, weil Kirchebaum manchmal ziemlich anstrengend ist und mir bewusst mache, wer ich bin und was Gott mir alles geschenkt hat. Aber er hat mir das alles geschenkt, damit wir zu guten Taten fähig sind. Und das, meine Lieben, ist für mich ein total anderer Antrieb, als wenn ich das, was ich einfach mache, in der Kirche mache, um gut dazustehen, bei Gott besser dazustehen, mir den Himmel zu erarbeiten, mir Vergebung zu erarbeiten. Versteht ihr diesen Unterschied? Das sind Welten. Und ganz ehrlich, wenn ich mir denke, dass ich aus diesem Ich Bin heraus anfange zu handeln, da kommt so eine richtige Motivation, weil ich mir denke, yes, weil ich bin überzeugt, ich bin eine Prinzessin. Aber ich kenne ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die sind noch keine Prinzen und keine Prinzessinnen, weil sie diesen König nicht kennen. Aber ich will doch, dass sie mit mir das erben.
Und deshalb erzähle ich Ihnen davon. Deshalb setze ich mich ein für die Kirche, wo Menschen hinkommen können und diesen König kennenlernen können. Oder? Und oft hört man, ja, Christentum, da darf ich nichts und muss immer so viele Gesetze einhalten. Hey, total mühsam. Total spaßbremsen die alle. Aber dann haben wir diesen Antrieb nicht verstanden. Weil Gott mich hundertprozentig annimmt und liebt, deshalb möchte ich doch Menschen auch hundertprozentig annehmen und sie lieben. Weil Gott mich gereinigt hat, möchte ich mich nicht mehr verunreinigen, weil ich weiß, was es bedeutet, diese Vergebung, diese Reinigung zu bekommen. Und deshalb will ich keinen Mist mehr bauen, weil es mein Leben verunreinigt. Wenn ich weiß, was deshalb ertragen wir einander, oder? Weil wir geliebt sind. Deshalb ertragen wir einander. Deshalb sind wir Vorbilder oder versuchen welche zu sein. Und wenn wir hinfallen, stehen wir wieder auf und versuchen es auf ein neues. Wie das Schweinchen. Deshalb versuchen wir nicht zornig zu sein. Deshalb leben wir großzügig. Deshalb reden wir nicht schlecht über andere. Deshalb sind wir freundlich zueinander. Deswegen haben wir keinen Sex außerhalb der Ehe. Deshalb konsumieren wir keine Pornos. Deswegen leben wir in Reinheit. Deswegen sind wir einander treu. Deswegen tun wir, was Gott sagt. Aus diesem Ich bin schon heraus. Aus dieser Identität heraus. Und nicht, ja, hey, ich mach's, damit vielleicht dann eines Tages gut rauskommt. Und ich hoffe, den Himmel mir zu erarbeiten. Und schau, wie der Bill Wilson sagt, die Not ist manchmal die Berufung. Eben, es braucht beides. Es braucht auch diese Weisheit, das eine vom anderen dann diese Balance zu halten, oder? Weil wir können nicht jede Not lindern auf dieser Welt. Aber wir können so manche Not lindern auf dieser Welt. Schau, und René und ich, wir sind nicht in Österreich, weil das unser absoluter Lebenstraum ist. Weil wir uns denken, ja, also das ist das Höchste der Gefühle. Oder gerade in einer Großstadt zu leben, das war für mich das Höchste der Gefühle. Nein, ich kann dir sagen, warum wir in Österreich sind. Wir waren im ICF in St. Gallen, in Zürich, sehen Österreicher pilgern in die Schweiz, in diese Kirche, weil es keine solche Kirche in Österreich gibt. Eine offensichtliche Not. Gut, jetzt hätten wir sagen können, ach, ja, das tut mir sehr leid. Schade. Ja, ist wirklich schade. Ich bete, dass es ein anderer macht. Schau, ich habe nie davon geträumt, Pastorin zu sein, zu predigen. Aber wir haben diese Not gesehen. Und wir haben gebetet. Und der Heilige Geist hat uns geführt und hat gesagt, okay, auf diese Not müsst ihr zwei reagieren. Und hier sind wir, 8 Jahre später, 3 Kirchen später, hätten wir nie gedacht, was Gott alles tut. Aber wenn wir bereit sind, herauszutreten aus der Menschenmenge, unsere Passivität hinter uns zu lassen und zu sagen, okay, Jesus, ich bin bereit, die Not zu sehen und darauf zu reagieren, auf die Not, die du möchtest, dass ich darauf reagiere, nicht auf jede, weil das geht nicht. Aber wir haben den Heiligen Geist und das macht es einiges einfacher. Und dann können wir handeln, weil ich gedacht habe, also diese Kirche, diese moderne Kirche, wow, so viele Menschen müssen das doch sehen, die müssen das kennenlernen. Die gehen nicht mehr in die Kirche, es ist langweilig, verstaubt, was auch immer. Okay, aber dann stelle ich mich in den Riss, gehe nach Österreich und schau mal, was Gott durch mich, unfähige Person, oft tut. Also ich traue mir das ja nie zu. Aber wenn ich dann im Nachhinein sehe, was Gott getan hat, dann kann ich nur staunen. Ich kann nur staunen. Schaut, und wenn wir die Identität von Jesus anschauen, Jesus ist Gottes Sohn. Er ist, das ist seine Identität. Und er ist der Einzige,
der kommen konnte, um die Menschheit, dich und mich zu retten. Er war das einzige heilige Opfer. Niemand sonst hätte es tun können. Jetzt hätte er sagen können, ja, also, da im Himmel ist es schon nett. Die Engel da überall rundherum, Worship den ganzen Tag. Ach, eine heilige, reine Atmosphäre. Nein, weil er gewusst hat, er ist Gottes Sohn, er ist der Einzige, der kann. Deshalb hat er gehandelt. Ist gekommen, ist für dich und mich an Ostern gestorben, wieder auferstanden, damit wir auch sein können. Wuhu! Schaut, und in Jesaja 53 steht, 53 Vers 4 steht, dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Die Frage ist, was kommt vor diesem dennoch? Jesaja 53, Vers 3. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Aber dennoch ist er für uns ans Kreuz gegangen. Dennoch hat er diese Schmerzen, diese Schande, diese Scham, unsere Schuld auf sich genommen. Dennoch, trotzdem, obwohl die Menschen ihn verachtet haben, obwohl sie ihn ausgepeitscht haben, wir hätten wahrscheinlich dasselbe getan. Dennoch. Schau, und da ist wirklich meine Frage. Was machen wir mit diesem Ich Bin? Mit dieser Identität, die Gott uns schenkt. Was machen wir damit? Weil jeder von uns ist einzigartig. Jeden von uns gibt es nur ein einziges Mal. Es wird dich kein zweites Mal mehr geben. Wirklich, das ist indikativ. Das ist die Wirklichkeitsform, das ist die Tatsache. Und du hast einzigartige Begabungen, einzigartige Geschenke von Gott bekommen. Die Frage ist, bist du bereit, herauszutreten aus der Menge, die Not zu sehen und sie zu deiner Berufung zu machen? Obwohl es anstrengend ist, obwohl du vielleicht dein Heimatland, deine Freunde hinter dir lassen musst, obwohl du vielleicht nicht weißt, wie es rauskommt, obwohl du vielleicht Druck erleben wirst, obwohl die Leute vielleicht sagen, pff. Obwohl. Schau, ich habe euch dieses Bild noch mitgebracht, diese Frau, die einfach heraussticht aus der Menge. Wollen wir herausstechen? Und letzte Woche haben wir ein E-Mail bekommen auf unseren offiziellen ICF-Dings, eine Anfrage von einem Mann, der gerade im Gefängnis ist. Und er hat das ICF angeschaut und gesagt, er hat eine große Not, ob ihn einfach jemand besuchen kann. Und sie haben dann schon überlegt, ja, wen könnte man das delegieren? Und der René hat gesagt, ich gehe hin, weil ich gehe jetzt Jesus besuchen. Er war nicht passiv, sondern er wurde aktiv, weil er auch schon mal im Gefängnis war. Er ist frei geworden. Er hatte auch früher solche Probleme. Aber er hätte sagen können, ja gut, aber jetzt bin ich ja erlöst, jetzt bin ich ja frei, jetzt bin ich ja, ja, tut mir leid, soll es ein anderer machen. Nein, er hat gesagt, er geht Jesus besuchen, weil in der Bibel steht, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und er hat diese Not hat ihn gezwungen, selber zu handeln. Wow, wow. Schaut, und zum Schluss möchte ich noch zwei Zitate vorlesen vom Edmund Burke. Und es ist immer gut, wenn man sagen kann, das hat ein anderer gesagt. Ich zitiere nur. Und zwar hat er Folgendes gesagt. Nichts anderes braucht es zum Triumph des Bösen, als dass gute Menschen gar nichts tun. Anderes. Dass wir einfach nichts tun. Nicht nach Österreich gehen, nicht im Welcome-Team helfen.
Einfach nichts tun. Und das Zweite, was er gesagt hat, niemand begeht einen größeren Fehler als jener, der nichts tut, weil er nur wenig tun kann. Schaut, dieses wenig ist oft viel mehr, als wir denken. Wir können nicht auf jede Not reagieren, aber wir können auf gewisse Nöte reagieren. Und da möchte ich uns herausfordern, dass wir eine aktive Kirche sind, weil wir aus aktiven Christen bestehen. Aber nicht so, dass wir uns zu Tode schuften und uns kaputt machen, weil wir wollen ja unser ganzes Leben lang effizient und produktiv sein, sondern dass wir Menschen sind, die aus diesem Sein heraus uns immer wieder bewusst machen, wer wir sind. Wir sind diese Kinder Gottes. Der größte König ist unser Vater. Wow. Und aus dem heraus werden wir aktiv. Das ist unser Antrieb. Und ich möchte heute einfach beten. Ich möchte für zwei Dinge beten. Das erste ist, vielleicht ist dir dieses Ich bin nicht bewusst oder du hast noch nie davon gehört, dass du eine Identität in diesem Jesus haben kannst. Und wenn du das möchtest, möchte ich für dich beten heute. Und du kannst nachher einfach, wenn ich bete, deine Hand auf dein Herz legen und mit mir mitbeten in deinen eigenen Worten, dass dieser Jesus sich dir zeigt. Und für das Zweite, was ich beten möchte, dass wir einfach aus unserer Identität heraus wirklich mutig handeln und die Nöte sehen und auf sie reagieren. Also lasst uns unsere Augen schließen. Ich bete zuerst für das. Vater im Himmel, wenn wir die Bibel lesen, es ist unglaublich, wie sehr du uns liebst. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass es eine Tatsache ist, dass wenn wir an dich glauben, wir all diese Dinge sind, die wir jetzt gehört haben, 100% angenommen, 100%ig geliebt, 100%ig vergeben, freigesetzt. Jesus, und du siehst die Menschen, die heute da sind und die diese Identität nicht haben oder nicht kennen und die jetzt einfach ihre Hand aufs Herz legen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du in ihre Herzen jetzt kommst, dass du ihnen jetzt begegnest, dass du ihnen zeigst, dass diese Liebe wirklich real ist, diese Freiheit, dass du jetzt wirkst und dass du ihr Leben von heute an wirklich veränderst und ihr Antrieb ein neuer wird. Und dann bete ich, Jesus, für das andere. Ich bete, dass das heute ganz tief in unsere Herzen fällt, wenn wir schon an dich glauben, wer wir sind in dir. Und dass wir deshalb handeln und dass du uns hilfst, durch deinen Heiligen Geist zu erkennen, auf welche Nöte wir reagieren sollen, Jesus. Nicht auf alle, das geht nicht. Und wenn es nur wenige sind, dann reagieren wir halt auf wenige Nöte, aber wir reagieren. Und ich bitte dich, dass du uns aktiv machst, und dass du unser Antrieb bist in dem. Ich danke dir, Jesus. Amen.